Guten Morgen! Ich versuche heute wieder etwas langsamer zu reden, weil ich beim Ayurveda-Video doch wieder etwas schnell unterwegs gewesen bin. Und ja, da ich häufig das Gehirn und neuronale Netze in meinen Videos erwähne und irgendwie manchmal den Eindruck habe, dass es den einen oder anderen gibt, der bei gewissen Dingen nicht nachfragt, obwohl er etwas nicht versteht, habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal so ein ganz simples Video über den Grundaufbau unseres Nervensystems bzw. den Nervenzellen und entsprechend verschiedenen chemisch relevanten Stoffen. Wenn ihr denkt, das ist nur irgendwelche Fachsimpelei und gar nicht relevant für euch, dann lasst euch gesagt sein, dass durch die Visualisierung viele Krankheiten in ihrem Heilungsprozess unterstützt werden und sogar auch geheilt werden können. Auch Depressionen können viel besser behandelt werden, wenn derjenige weiß, was bei einer Depression im Körper abläuft. Nicht was der Grund für die Depression ist, sondern was im Körper abläuft und wie die Verarbeitung von Reizen im Körper vonstatten geht. Ich werde euch heute wirklich komplett einfach und ganz simplifiziert einmal die grundsätzliche Basis für das Verständnis von Neuronen und neurologischen Netzwerken darbieten. Also, nur der Hinweis darauf, dass die Menschen, die sich schon über die grundlegenden Zusammenhänge informiert haben und die da auch Bescheid wissen, sich an der ein oder anderen Formulierung stoßen könnten. Aber genauso stört es eben auch die Menschen, die ein Video von mir schauen, wo Begriffe vorkommen, die sie nicht komplett zuordnen können und wirklich verstehen können. Und entsprechend heute der Kompromiss und ganz simplifiziert, ganz einfach und wirklich die Möglichkeit für jeden, die Grundfunktionalität des Nervensystems zu erfahren. Unser Nervensystem, was sich im Endeffekt durch den ganzen Körper zieht, sorgt dafür, dass wir äußere Reize aus der Umwelt, aber auch innere Veränderungen unseres Körpers bewusst oder unbewusst, das heißt mit dem Denken, mit oder ohne Denken, wahrnehmen und dieses im Körper dann auch wieder bewusst oder unbewusst verarbeiten. Das Nervensystem ist quasi das System unseres Körpers, was uns im energetischen Gleichgewicht des Lebens hält. So wie eine Antenne, ne? Die immer schaut, ah, okay. Eine Schädigung eines Nervensystems sorgt dafür, dass wir anders handeln, als uns die Natur designt hat. Da allerdings wir in einer Umwelt leben, was teilweise sehr unnatürlich ist, kann es durchaus auch sinnvoll sein, bewusst das Nervensystem zu schädigen. Oder zu verändern, sagen wir mal, um bewusst gegenzusteuern. Aber das ist ein anderes Thema, da kommen wir heute nicht dazu. Ja, also das Nervensystem nimmt Reize auf und verarbeitet diese. Das Nervensystem besteht, wie der Name schon sagt, aus ganz vielen Nerven, die miteinander in einem System verbunden sind. Und auf zellulärer Ebene spricht man nicht von Nerven, sondern von den Nervenzellen und den Gliazellen. Während die Gliazellen vorrangig stabilisierende Funktion haben und für das innere Gleichgewicht auch Homöostase genannt zuständig ist, sind die Nervenzellen, die auch Neuronen genannt werden, die Basis für die Kommunikation innerhalb unseres Körpers. Also quasi auch der grundsätzlichen eingangs erwähnten Funktion des Nervensystems, Reize aufzunehmen aus dem Äußeren und aus dem Inneren und entsprechend zu verarbeiten. Also nochmal ganz einfach ausgedrückt. Die Neuronen sind dafür da, dass Reize weitergeleitet werden. Und solche Netzwerke von Neuronen, also viele Neuronen, die zusammenhängen, eine funktionale Einheit bilden, werden dann entsprechend neuronale Netzwerke genannt. Wenn dann ein Reiz vom Nervensystem irgendwie registriert wird, dann werden die Nervenzellen aktiviert und sie werden angeregt. Das äußert sich dann, dass die Neuronen elektrische Impulse abgeben. Man spricht auch davon, dass die Neuronen feuern. So wird kommuniziert. Von einem Neuron zum anderen innerhalb des Netzwerkes und auch gleichzeitig an ganz viele andere Neuronen. Also es ist kein linearer Prozess. Wenn wir also einen Reiz verarbeiten, wie den Anblick einer schönen Frau oder eines schönen Mannes, dann feuern die Nervenzellen ausgehend von den Sehnerven durch das entsprechende neurologische oder neuronale Netz, was wir für diese Art Reiz aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen und Konditionierung gebildet haben. Und das ist durchaus individuell. Und es wird dann verarbeitet. Das kann eben darin enden, dass wir uns wohlfühlen bei dem Anblick. Das kann darin enden, dass wir Angst haben, Angstgefühl entsteht, dass wir depressiv werden oder dass wir ganz schnell Holz hacken müssen.
Aber die Neuronen aktivieren, wenn der Reiz stark genug ist, durch die elektrischen Impulse ein ganzes Netz im Körper, das neuronale Netz, und die Reize werden verarbeitet. Aber die Neuronen sind nicht einfach nur kleine, sich immer wieder entladende Batterien, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellen könnte, die wild um sich feuern, sondern sie setzen in diesem Prozess der Weiterleitung dieser Reize auch chemische Stoffe aus und leiten diese an das nächste Neuron. Das sind dann die neurochemischen Stoffe. Soweit erstmal klar. Reiz kommt, von innen, von außen, ist egal, wird von Neuronen, also Nervenzellen, aufgenommen und entsprechend des Reizes wird dieser Reiz in neuronalen Netzen, ganz viele Neuronen, durch elektrische Impulse und neurochemische Stoffe weitergeleitet und dann entsprechend im Körper verarbeitet. Es gibt auch Neuronen, die direkt nur mittels elektrischer Impulse miteinander kommunizieren. Aber auch das ist jetzt nicht das Thema. Ich wollte es bloß mal gesagt haben. Ich hoffe, das ist erstmal jedem verständlich. Jetzt wird es etwas spezifischer, aber das gehört meiner Meinung nach auch noch zu den Grundlagen und auch im Bereich der Visualisierung ist das sehr wichtig, dass ihr das wisst und entsprechend möchte ich das jetzt ja auch noch darstellen. Nämlich ist das der Aufbau eines solchen Neurons. Ich gehe mal ein bisschen zur Seite, damit ihr ja auch was erkennt. Also ein Neuron, Nervenzelle, besteht natürlich aus einem Zellkern. Um diesen Zellkern herum sind die Dendriten. Diese Dendriten sind der Empfänger der biochemischen Stoffe von anderen Neuronen, also der Stoffe, die dafür sorgen, dass der Reiz verarbeitet wird. Wenn genug neurochemische Stoffe an den Dendriten ankommen, also ein gewisses Aktivierungspotenzial ausgelöst wird, wird der elektrische Impuls im Neuron gebildet und durch das sogenannte Axon geleitet, an welchem Ende dann dieser Impuls bzw. die biochemischen Botenstoffe an das nächste Neuron übertragen werden. Und so werden letztlich die Reize im Nervensystem immer weitergeleitet durch elektrische und neurochemische Stoffe oder auch nur durch elektrische Stoffe. Ja, was sind denn neurochemische Stoffe? Da werden wir zum einen bei den primären Neurotransmittern, die sowohl ja, andere Neuronen erregen können oder auch andere Neuronen hemmen können, sodass die Reizübertragung ja, gestoppt wird. Und da sind vor allem zwei Aminosäuren von Bedeutung, das ist zwar einmal Glutamat, was andere Neuronen erregt, und GABA, was andere ja, Neuronen hemmt, zu nennen. In älterer Literatur werden auch Dopamin, Serotonin und Acetylcholin als primäre Neurotransmitter bezeichnet. Aber in der aktuellen Fachliteratur wird dazu übergegangen, diese primären Neurotransmitter Neuromodulatoren zu nennen, da sie ja, die primären Neurotransmitter wie Glutamat oder GABA beeinflussen und in Wechselwirkung stehen. Dopamin spielt bei Belohnung und Aufmerksamkeit eine große Rolle. Serotonin ist direkt mit der Stimmung assoziiert, das kennen sicherlich die meisten. Und Noradrenalin für die Erregungszustände und Alarmzustände. Und dann Acetylcholin, das fördert die Wachsamkeit und das Lernen. Und ja, also da gibt's einige. Man kann diese Neuromodulatoren natürlich auch wunderbar mit der Ernährung regulieren. Das heißt, wenn man zum Beispiel viel Tyrosin zu sich nimmt, was eine Vorstufe von Dopamin ist, da wird das Belohnungssystem stärker aktiviert. Wenn man Tryptophan zu sich nimmt, dann unterstützt man die Serotoninbildung im Gehirn und ja, damit eine positiv wahrgenommenere Stimmung sozusagen. Allerdings sind diese Prozesse auch keine eindimensionalen Prozesse. Exemplarisch am Tryptophan habe ich das damals auch in einem Video erklärt. Das findet ihr oben in den Infokarten. Und ja, sondern die Ernährung, die muss immer ganzheitlich betrachtet werden. Also man kann nicht nur eine Sache aufnehmen und erwarten, dass da eine Sache passiert. Ne? Immer Wechselwirkung. Es spielen im Endeffekt viele Faktoren eine Rolle. Das ist ja, ist immer so bei der Ernährung. Aber das würde, auch das würde jetzt das Video sprengen. Die Neuromodulatoren selbst. Die sind aus Neuropeptiden aufgebaut, wie Opioiden oder Oxytocin oder Vasopressin, was jeweils auch wieder mit bestimmten Emotionen assoziiert ist, wie zum Beispiel Depression, Aggression, Bindungswunsch oder was auch immer. Das bedeutet also, letztlich sind unsere Stimmung nichts anderes als biochemische Reaktionen. Und auch wenn diese Sichtweise mit Sicherheit nicht allumfassend die Realität widerspiegelt, so bietet sie jedoch einen validen Ansatz für Menschen, die sich mit einem spirituellen und ja, so ganzheitlichen Ansatz überfordert fühlen und entweder diesbezüglich blockieren, sagen, ah, nee, ich bin Wissenschaftler und spirituell, Esoterik, ne, oder
komplett übers Ziel hinausschießen. Gerade letzteres ist wohl die größere Gefahr, dass man einfach irgendwo in einer Scheinwelt rumfantasiert und rumdümpelt und komplett die Bindung verliert. Unser Denken und die Wissenschaft, das ist nicht unwichtig, da wir eben auch konditioniert wurden danach zu handeln und danach zu denken und ihre Gesetzmäßigkeiten zwangsläufig unterworfen wurden und sind. Und unser Mindset entsprechend auch der neuronalen Netze eben auch aktiv sind. Das heißt, wir müssen uns schon mit der Wissenschaft auseinandersetzen. Aber es ist natürlich auch wichtig, sich im Leben diesen Konditionierungen zu stellen und auch mal seinen eigenen Weg zu gehen. Und ja, es ist halt immer dazu das gute Video, wer das noch nicht gesehen hat, kann ich ja gleich mal verlinken. Das Thema, wie man die Vernunft zerreißt und seinen Idealismus lebt. Und wer das nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Also es ist immer nicht alles ganz so einfach. Aber es ist wichtig, die grundlegenden Strukturen zu kennen. Es gilt eigentlich wie immer die gute Mitte zu finden und ja, mit diesen Worten möchte ich Euch ja, auch mal alleine lassen, dieses Video beenden. Ich hoffe, ihr könntet Euch wieder was mitnehmen und bitte denkt daran, dass mir Euer Feedback wirklich sehr sehr wichtig ist und ich entsprechend mich über jeden, gerne auch kritischen Kommentar, immer über jeden Kommentar wirklich sehr sehr freue und auch über die Daumen, egal ob nach oben oder unten, freue ich mich auch, weil es einfach eine Rückmeldung für mich ist. Ne? Und ja, ansonsten ja, ist auch warum, fragt sich vielleicht, weil ich einfach Euch da eine bessere Inspiration und eine bessere Quelle des Wissens sein kann. Und ja, lasst mich für Euch arbeiten, lasst mich die Dinge ins rechte Licht drücken, lasst mich Euch unterhalten. Ne? Das führt dafür, dass ihr zufriedener seid. Und das ist das, was ich möchte. Ich möchte, dass die Menschen zufrieden sind, aber auf einer bewussten Ebene. Dass sie wissen, warum sie zufrieden sind und nicht einfach nur zufrieden sind, weil sie denken, dass sie zufrieden sind, sondern sie sollen wirklich zufrieden sein. Und dafür bin ich da und das möchte ich. Und dazu brauche ich aber auch immer Euer Feedback, damit ich Euch sozusagen ja, besser verarbeiten kann, ne? Wie es auch rüberkommt. Manchmal ist ja auch das, was ich sage, nicht das, was bei Euch ankommt. Habe ich ja schon häufiger gemerkt und ist auch vom Individuum zu Individuum auch unterschiedlich. Also von daher Euer Feedback immer willkommen. Und wenn es nur ist, hast du toll gemacht, ist natürlich nicht so aussagekräftig, aber ist halt trotzdem motivationsfördernd, logischerweise. Ansonsten heute Abend um 8 ist wieder mein Live-Talk. Ich freue mich wieder, wenn ihr anruft und mich mit euren Themen ja, beehrt. Egal wie schräg sie sind, egal wie normal sie sind, es ist vollkommen egal, komplett offen, kein Thema ist tabu und ja, ich freue mich auf wieder auf eine schöne flauschige Runde mit Euch heute Abend um 8 hier auf dem Kanal. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder, macht's gut, Euer Christian, tschüss.